Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute bin ich wieder für euch hier ein Liedchen unterwegs. Und zwar wollte ich mir heute die Questreihe von der Armee des Lichts angucken, die Pre-Quest-Reihe, dass wir die Fraktion spielen können. Und ich hatte eben hier schon die Void-Elfen gemacht und dann legen wir einfach mal los und schauen uns die zweite Questreihe an. Übrigens, mir ist da schon während des Aufnehmens bei dem ersten Video aufgefallen, dass die ganzen Dialoge sehr, sehr leise waren. Ich hoffe, dass das jetzt besser ist. Ich habe jetzt mal alles auf maximal hochgedreht, ohne dass ich hier einen Hörschaden kriege. Aber es sieht jetzt schon mal aus, dass es ein wenig geholfen hat, dass es ein wenig lauter geworden ist. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt hier einfach Bleibt mal ein. Wachsam. Und, Mein König ist ja. Nur so her, wie die Ziele, für die er einsteht. Können jetzt eh nur noch die Armee des Lichts hier auswählen. Das machen wir jetzt einmal. Geben das bei ihm mal ab und gucken mal, was wir hier tun müssen. Schild. Ich freue mich darauf, die Lichtgeschmiedeten in die Allianz aufzunehmen. Thoralion, nehmt euren Champion mit zur Vindicar und tretet gemeinsam vor eure Truppen. Wie ihr wünscht, Hochkönig. Hier entlang, Champion. Ein König ist nur so her, wie die Ziele, für die er einsteht. Wir kämpfen gemeinsam. Schauen wir mal, ob er mir auch ein Portal macht. Ich benötige ein Signal zur Vindicar. Sofort, Hochexarch. Ja, wo ist der andere Typ hin? Da ist doch sonst immer der Scotty hier, der uns immer hochbeamt. Jetzt ist es anscheinend eine Frau. Okay, hat er seinen Job verloren. So, okay, der portet uns jetzt einmal hoch. Ich muss dann nochmal mit den Soundeinstellungen gucken. Das TS und wenn ich ein Video abspiele, ist es total laut, aber WoW, das wird irgendwie runtergeregelt. Warum auch immer, es ist komisch. So früh habe ich euch nicht zurückerwartet, Hochexarch. Oh, nice. Ich nehme an, euer Treffen mit dem König ist gut verlaufen? In der Tat. Er ist hoch erfreut, die Armee des Lichts im Kampf an der Seite der Allianz zu wissen. Versammelt unsere Truppen, Hauptmann Faria. Ich werde es verkünden. Arg, ihr wisst, wie gern meine Mitstreiter. Die Prüfungen, die ihr bestritten habt, sind Beweis für das Licht, das hell in euren Herzen strahlt. Eine letzte Prüfung steht noch bevor. Und diese wird euch alles abverlangen. Sie wird euch zwingen, bis in den Kern eures Wesens einzudringen, dessen, was ihr glaubt, zu sein. Viele Draenei haben sich dieser Prüfung unterzogen und waren seither gebrochen. Oder Schlimmeres. Wenn ihr nur den Hauch eines Zweifels verspürt, Macht kehrt. Damit zeigt ihr Weisheit, nicht Feigheit. Doch solltet ihr wahrhaft bereit sein, dann schreitet voran und begrüßt euer Schicksal. Tepartos, wir hatten darüber gesprochen. Jeder Initiant muss von einem zweiten begleitet werden. Wo ist euer Partner? Tepartos braucht niemandes Hilfe. Der letzte Initiant, der die Prüfung allein beschritt, kam in Stücken zurück. Wählt einen zweiten oder kehrt zur Kaserne zurück. Wie ihr wünscht. Tepartos wählt, den Mickrigen dort. Eine unorthodoxe Wahl, aber nicht regelwidrig. Ich habe nie erlebt, dass der Champion vor einer Herausforderung zurückschreckt. Lasst die Prüfung beginnen. Das Licht sei mit euch. Tepartos! Geiler Typ. Vor allem den Mickrigen dort. Hier, war hier ein Katzengestalt, sonst bin ich größer als der? Ich weiß gar nicht. So, was wir jetzt machen, hier das Ding aktivieren, oder? Jetzt ziehen wir das mal weg. Ne, wir müssen hier drauf. Okay, jetzt schauen wir mal. Ah, da geht ein Szenario los. Ah. Ich habe jetzt auch übrigens gemerkt, dass ich beim letzten Video so reingebrefft habe, also geatmet. Und das habe ich jetzt mal versucht, ein bisschen umzustellen. Und wenn wir mal gucken, ob das jetzt... Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob es jetzt besser geworden ist. Ihr solltet etwas wissen, lieber Champion. Tepartos hat euch nicht wegen der Mickrigkeit ausgewählt. Tepartos sah euer Herz auf dem Schlachtfeld. Ihr seid mutiger als alle, die Tepartos je gesehen hat. Schmerz ist der Architekt der Erinnerungen. Tepartos erinnert sich an solch einen Ort. Hier gibt es keine Güte. Oh, da wird das Kind gemobbt. Oh. Andere Kinder waren,
nicht immer gut. Dicke Wand. Kommt. Das ist sowas Einbaues lustig. Er weiß, was der kleine Tipartos tun wird. Und ich dachte mir gerade, hoffentlich läuft er gleich schneller. Zum Glück macht er das auch. Ich hoffe, der greift jetzt die Kröte nicht an. Ihr könnt Tipartos nicht aufhalten. Oh nein, bitte lauf einfach mit. Ich will jetzt hier Qual nicht... Qual und Kummer. Die Suche nach Trost. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Ich habe mal Diablo 3 gespielt und da gab es so einen Sumpf, der sah genauso aus. Mit Tierchen an. Frösche, Elex, Käfer, aber nicht mit Schlangen. Niemals Schlangen. Niemals Schlangen. Wir sind dahinter. Komm mit hier. Ziehen, tu mal nicht die ganze Frische mitziehen. Gibt es keinen Trost? Keine Linderung? Da ist schon mal eine Schlange. Nee, in Diablo 3 gab es einen Sumpf, der sah fast genauso aus. Da waren auch ein Haufen von diesen komischen Fröschen drin. Aber was sind wir denn hier? Ich bin außer Reichweite. Sicherheit finden. Geborgenheit finden. Ich weiß jetzt nicht, ob wir sind auf irgendeinem anderen Planeten, so wie es ausguckt. Was ist das Wenn hier? Eine Höhle. Nur lass mal reingehen. Sieht gut aus. Ein Versteck gesucht. Ablenkung ermöglicht Flucht. Tipartos erinnert sich an solch einen Ort, als er einmal zu tief gegraben hat. Nichts ist je, wie es scheint. Haben wir zu tief gegraben. Gegner lauern in jedem Schatten. Kann diese Finsternis gestoppt werden? Müssen irgendwelche Zweifel besiegen. Diesen Pfad bestimmt? Ist Tipartos würdig? Ein Licht geschmiedet? Das ist zu weit entfernt. Ich glaube schon, dass er würdig ist. Wer so auf dicke Hose macht, ne, der muss ja würdig sein. Was müssen wir machen? Die Viecher müssen wir umhauen. Oh nein, die vieren mich. Die vieren mich, Anna. Also, ganz ehrlich, dass sie für so eine Rasse so ein komplettes Szenario und alles machen, ist schon cool. Sie hätten es natürlich einfach so hinwerfen können, wisst ihr, so, ja, jetzt könnt ihr Unterrassen spielen. Aber so eine kleine Einführung... Finde ich eigentlich nicht schlecht, jetzt bin ich wieder gefeiert. Ich hätte ihn countern müssen. Wie viel brauche ich denn noch? 5 Stück. Naja, mit einen mehr brauche ich noch. Looten kannst du aber anscheinend nicht. Hätte sein können, dass du hier irgendein Special Loot rausziehst. Jetzt ist die Frage, ob ich das Ganze hier nur einmal machen kann. Oder ob ich das theoretisch mit dem Twink dann auch nochmal durchspielen kann. Also wenn mich halt die Story nochmal interessiert, dass ich sage, okay, ich möchte es nochmal sehen. Ich nehme an, dass man es dann nur einmal machen kann. Das ist zu weit entfernt. Ich hab doch... Ach, hat der nicht gezählt? Nö. Ich muss näher. Der muss sogar nochmal einen machen. Es leckt sogar gar nicht, weil ich bin gerade noch was am Hochladen und da kann es manchmal sein, dass die Latenz ein bisschen höher ist. Aber eigentlich sieht's gut aus. So, was müssen wir jetzt machen? Seine Zweifel haben wir besiegt, oder? Müssen wir zurück zu Tipartos, der uns mal wieder nicht geholfen hat. Der Dude hier. Ist Einsamkeit die Antwort? Niemand kann euch verletzen. Wenn ihr allein seid. Ach, der ist da am Mob am Kämpfen. Na super, ich das vorher gewusst. Das ist zu weit entfernt. Möge das Licht mit euch sein. Dort. Dort, wo... Das Pulver bestimmt, oder? Komm. Ach komm, du Drecksack, kannst du nicht vorbeilaufen. Muss er natürlich wieder angreifen. Eieieiei. Wo will er hin? Wahrscheinlich irgendwo dahinter. Ach, warte mal, was haben wir denn hier? Höhle gefunden. Aber wenn ich da jetzt alleine hinläuft, dann pullt wahrscheinlich eher wieder alles. Und ich darf ihm da wieder außer Scheiße helfen. Oh, Kacke. Oder ich pull die Kackschlange. Hat er das gecheckt, dass ich die Schlange gepullt habe? Ich mach die jetzt mal schnell. Warte mal, ich zieh die mal mit hier. Vielleicht kommt er dann schneller her. Oh nein, der wird das Viech da pullen. Ach, Dreck. Komm, dich ziehen wir jetzt einfach mal hierher. Dann geht er vielleicht ein bisschen schneller. Na komm. Och, er musste ihn jetzt noch slowen. Jetzt muss er ihn so umhauen. Schauen, was in der Höhle drin ist. Bestimmt wieder irgendein toller Boss, den wir umklatschen können. Tipartos? Warum hat der eigentlich keine Rüstung an? Was ist mit dem eigentlich? Geborgen. Weit weg von jedem. Oh, das hat viel Life. Wir müssen kämpfen. Vor allem alle anderen Mobs oder alle anderen von diesen Kriegern, ne, hatten so eine lichtgeschmiedete Rüstung an. Und was hat er? Er hat einfach Oberkörperfreiläufer, darum muss er ein bisschen am Posen. Aber so ein Lendenschurz hat er zumindest. Oder? Nee, er hat sogar eine Hose an. Und einen Lendenschurz. Okay.
Ich hab wieder einen Song gezogen hier mit meinem Furcht Typen. Furcht ist erbarmungslos, unnachgiebig. Ein Feind, der bezwungen wird. Ist bereit. Schau mal, ich kann dir sogar ein Roar geben. Ja, nicht schlecht. Dann geht's ein bisschen schneller hier. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Jetzt haben wir den Schatz auch noch aufgemacht. Selbst in der dunkelsten Stunde ist noch Hoffnung. Das E läuft bestimmt jetzt wieder auf dem Weg, oder? Oh, war ja Verwirrung. Er pullt wieder. Nee, den hab ich sogar echt gepullt. Warte mal, wenn ich den jetzt einfach mitziehe. Wo müssen wir denn hin? Hier hinter müssen wir. Schauen wir mal, ob mein Plan klappt, dass ich den einfach jetzt so mitziehe. Dass wir möglichst wenig pullen. Was haben wir denn da für ein Ding? Eine Statue. Komm her. Nein, er läuft wieder zurück. Was macht er denn jetzt? Hä? Er war hier gestanden? Läuft einmal um den Baum rum und kommt wieder her. Okay. Ja, gut. Achso, er will das Ding von vorne anlaufen. Hä, wo rennt er denn jetzt hin? Was machst du denn? Hier müssen wir hin. Ah, nee. Ich glaube, wir müssen doch dahinter. Vielleicht muss man okay. Die Furcht vor der Dunkelheit akzeptieren. Okay, mein Fehler. Ich dachte, wir wollen zur Statue, nicht da hinten hin. Also ich muss mal sagen, hier dieses Szenario ist auch nicht schlecht, aber von den Dialogen war natürlich das von den Voltelfen irgendwo cooler, muss ich sagen. Also so, ja, das ist jetzt halt so ein Typen, den wir hier durchcarryen quasi. Ah, warte mal, hier haben wir irgendeinen dunklen Naru, wie es aussieht. Zeit zu kämpfen! Och, kacke, ich hätte das vorher drücken müssen, bevor ich desorientiert worden bin. So, jetzt könnt ihr mich nicht mehr desorientieren. Was, heiliger Nebel? Das fangen wir gar nicht erst an. Desorientiere ich euch mal hier. Dieser Departos hat sich dem Licht verschworen. Und doch wandelt er mit der Finsternis? Das kann nicht Departos Schicksal sein. Ja, scheint aber so. Sollen wir mal anklicken, oder? Nein! Die Dunkelheit wird Departos nicht verschlingen. Wo geht's jetzt hin? Ah, jetzt geht's wieder zurück hier in die Hütte. Zeit zu kämpfen! Ein Angebot war zurückgewiesen. Vor allem, es steht und immer, es folgt Hypatus, ne? Aber eigentlich carry ich nicht durch, weil ich ja eh schon durch diese Markierung auf der Karte weiß, wo es hingeht. Oh, dieses ewige CC, ne? Was nervig. Mal schauen, was wir als nächstes machen müssen. Och, was ist denn das? Ach, diese Kackblume zieht mich da in den Rachen. Kann ich jetzt nichts machen dagegen? Nee. Ich brauche ein Ziel. Was war denn das für ein Viech? Okay. Also ich konnte nichts machen. Ich wurde da einfach zurückgezogen. Hier ist wieder irgend so eine Statue gespawnt. Sehr interessant. Warte mal, ist das nicht der Sumpf aus Dingsbums? Eine Seele. Ihr könnt die Partos nicht aufhalten. Wahrheiten. Einige edel, andere. Was mir gerade auffällt, es ist doch der Sumpf aus Dingsterbumster. Wie heißt's aus WOD? Otter? Liege ich da falsch? Also zumindest sieht das so ähnlich aus hier, jetzt wo man das gerade so kommt. Klicken wir mal den Tepatos an. Ah, Ika. Tepatos zog diesen Elek auf, als seine Mutter getötet wurde. Spürt die Fäuste von Tepatos! Naja, komm. Liefen wir den Bums hier mal weg. Wo müssen wir denn hin? Wahrscheinlich. Ah, da müssen wir hin. Gefahr! Tepatos fürchtet keine Gefahr. Braucht ihr etwas von Tepatos? Tepatos grüßt euch. In der Armee des Lichts hat sich Tepatos vielen solcher Feinde gestellt. Braucht ihr etwas von Tepatos, mickriges Wesen? Muss den eigentlich immer nur anklicken, oder? Also theoretisch bräuchte ich diese ganzen Maps ja gar nicht machen. Was will er jetzt machen hier? Ach, ich wurde unterbrochen, kacke. Ah, okay, ich muss sie doch töten. Das funktioniert so nicht. Da einmal durchzuspeeden, wird nicht klappen. Tepatos muss das bewältigen. Und schauen wir mal, was macht er hier? Den Stein hochheben oder was? Tepatos kann Berge versetzen. Ah ja, okay. Also in Selbstüberschätzung fehlt es ihm auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist schon mal gut.
Was ist jetzt los hier? Jetzt ist er noch am Posen, oder was? Mit euch sein. Wir müssen kämpfen. Okay, jetzt kam gar nichts. War vielleicht zu weit weg, dass er seinen Spruch hier drücken kann. Das ist etwas peinlich für Tepartos. Gefahr! Ah, der hat Angst vor Schlangen, okay. Keine Gefahr. So ein Dude. Also es hat schon seinen gewissen Humor, das Ganze hier. Na, könnt ihr die Schlangen fortjagen? Für das Licht! Seid herzlich gegrüßt. Euch umarmen. Ich bin sind denn jetzt hier? Ich dachte, ich gerade, es sind Nachtelfen, die da dabei sind. Komm, ziehen wir den auch hier mit dran? Das ist doch die Höhle aus WOD, oder? Da kannst du mir noch nichts erzählen. Sieht hier zumindest genauso aus. Nein, das ist nicht real. Das kann nicht der wahre Tepartos sein. Tod, Jetzt wird's ernst. Gibt's nochmal ein Roar? Führt der Pfad zu wahrer Größe? Nein. Ruhm oder Vernichtung. Solche Macht erwartet uns, Tepartos. Also ich würde auch zur Legion gehen. Würde ich machen. Was ist denn das hier? Mit Dreiecken? Auch nicht schlecht. Ich kann das Tank wahrscheinlich eh in einem stehen bleiben. Also es wäre vollkommen wurscht. Das Licht ist nicht der Pfad zu wahrer Stärke. Nicht? Ja, ich würde mich dann der Dunkelheit anschließen. Einfach zur Legion. Ach komm, ich bleib einfach stehen. Das macht halt eh keinen Damage. Bevor ich da jetzt ewig rumhüpfe. Die das Licht euch aufgebürdet hat. Wobei jetzt, ich glaube, von der Lautstärke sieht es ganz gut aus. Ne? Ich habe es jetzt WoW für mich nicht so laut, aber ich glaube, wenn ich die Ausschläge zumindest in meinem OBS sehe, dass es eigentlich passen müsste. Also ich kann es jetzt, ich kann ihn gar nicht finishen. Oh, schade. Fügt euch, Tepartos. Empfangt wahre Macht. Genug, das Licht war immer an Tepartos Seite. Er wird sich niemals vom Licht abwenden. Okay, was ist das? Okay, dann einmal haben wir natürlich wieder so einen Porter genau in der Dings hier. Ach, ich wollte mir die Map nur einmal angucken, schade. Das habe ich jetzt vergessen. Warte mal, kann ich die jetzt nochmal sehen? Nee, okay, die Map kann ich mir nicht nochmal angucken. Schade, aber mir war so, jetzt warte mal, jetzt schauen wir mal schnell in WOD. Nur mal aus Interesse. Warte mal, WOD, hier. Das hier unten, das ist doch das ganz gleiche. Ich habe es mir aber, schau mal, hier. Wir sind nämlich erst hier rausgekommen, sind hier rumgelaufen, hier zu einer Höhle. Also klar, das ist natürlich nicht ganz das Gleiche, aber ich glaube, so etwa von dem Dings haben sie das hier genommen. Weil hier war auch dieser Baum, wo dieses Toy ist, und da waren wir ja auch drin, wo er dann hier mit diesem dunklen Naro war. Ich glaube, das ist schon etwa das gleiche Model. Überdauert. Da haben sie ein bisschen geklaut bei sich mein selber. Mein Glaube ist mein Shit. Dionys AK. Okay, jetzt müssen wir zurückgehen zum König. Warte mal, da kommen wir hin, indem wir... Hier wahrscheinlich mit der Portusse Dunkelheit da oben. Lebt in uns allen. Nee? Es ist nicht leicht, sich ihr zu stellen. Achso. Tepartos erkennt das jetzt. Ist bereit. Tepartos bittet um Verzeihung. Von diesem Tag an seid ihr Licht geschmiedet. Ich höre irgendwie immer nur die halbe Dings hier. Ich glaube, ich muss richtig stehen. Tepartos! Tepartos ist etwas unkonventionell. Doch er wird unserer Sache redlich dienen. Champion, es ist Zeit für uns nach Sturmwind zurückzukehren. Faria, lasst alle wissen, die Lichtgeschmiedeten kämpfen jetzt unter dem Banner der Allianz. Vor allem wir im Raumschiff jetzt bei der Allianz, ne? Tepartos! Gut, dann würde ich sagen, können wir uns zurückporten, oder? Wie kommen wir jetzt hier weg von dem Laden? Wahrscheinlich müssen wir mit ihm hier sprechen. Kommt, unterhalten wir uns. Nö, ich möchte... Die Windikar steht euch zu Dienst. Ich möchte eigentlich wieder von dem Bums hier runter, ne? Weil ich krieg meinen Mount anscheinend erst in SW. Nö, er will mich auch nicht porten. Sie hat mich doch hochgeportet. Ja, auch nicht. Tja, aber so wie es... Ah, warte mal. Jetzt, glaube ich, weiß ich, wie es gehen könnte. Und zwar Portal nach Sturmwind. Mein Gott, die könnten mich doch einfach runterporten. Ah, schau mal an.
Da haben wir das Portal. Und dann müsste ich mein schickes Elec bekommen, sobald ich in Stormwind bin. Mal gucken. Ich muss aber sagen, die Questreihe an sich war schon ganz cool gemacht. Ach nice, ich bin direkt hier schon, ne? Muss ich ins... Lol, du kannst das Horden-Mount, kannst du auch mit Allianz anmachen? Weil das ist das Horden-Mount, ne? Das ist auch ein Allianzler. Okay, das wundert mich. Ich dachte, das geht nicht. Sturmwind wird überdauern. Hochkönig Vryn, die Armee des Lichts schwört der Allianz die Treue. Die Stärke der Lichtgeschmiedeten ist mehr als willkommen in unseren Reihen, Hochexarch. Ich habe 1000 Jahre lang im wirbelnden Neta an der Seite dieser Draenei gekämpft. Ihr werdet niemals geschicktere oder treuere Soldaten finden. Beides Eigenschaften, die noch bitter nötig sein werden. Danke, dass ihr geholfen habt, sie unserer Sache zuzuführen, Champion. Für die Allianz! Für die Allianz! Ja, nice. Okay, das war ja schon mal eine Quest. Jetzt haben wir auch noch ein neues Mount, weil ich gesehen habe. Genau, das schauen wir uns natürlich jetzt auch noch an. Und zwar einmal Licht geschmiedet. Hier haben wir es. Und wir sind jetzt übrigens bei 494 Mounts damit. Und bei der Horde gibt es auch nochmal zwei. Die müssten, glaube ich, auf den Counter raufzählen. Also zumindest auf den Counter, natürlich nicht auf das Mount Achievement Counter. Das ist natürlich klar, ne? Aber bei dem bin ich so weit drüber, ich hätte es fast gesagt so weit weg, aber so weit drüber, dass es für mich komplett irrelevant ist. Ja, ist auf jeden Fall ein schickes Viech, sieht natürlich sehr, sehr ähnlich aus wie die man aus den Emissary Bags kriegt. Deswegen bin ich von dem ehrlich gesagt nicht so gehypt, mehr von diesem Void-Dings, also von dem, was ich mir im letzten Video geholt habe. Ja, gut, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende von dem Video, beziehungsweise nein, sind wir ja gar nicht, weil ich muss ja noch oder ich will ja noch auch gucken... Jetzt hätte ich fast meinen Charakter gelöscht. Verbündete Völker. Jetzt steht da, haben wir schon zwei freigespielt. Die fehlen noch, die beiden bei der Horde. Das mache ich dann morgen. Und zwar haben wir jetzt diese Lichtgeschmiedeten. Jetzt gucken wir mal, was gibt es da alles? Voris, Pala, Jäger, Priester und Mage. Ist gar nicht mal so viele, ehrlich gesagt. Aber du musst eigentlich einen Pala spielen. Da führt eigentlich nichts dran vorbei. Lichtgeschmiedeter Pala. Machen wir einen männlichen? Warte mal, nee, hier kann ich männlich ändern. Schauen wir mal. Warte mal, wenn wir jetzt hier... Achso, jetzt hat er keine tolle Rüstung mehr, aber ich will jetzt mal so ein paar Mal zufällig drücken. Ja, gibt schon ganz geil aus, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, gefällt mir. Aber ich werde als erstes einen Void-Elfen spielen, das hatte ich ja schon gesagt. Ich werde einen weiblichen Void-Elfen spielen, wahrscheinlich dann einen männlichen... oder spiele ich einen Weiblichen? Oder einen männlichen Dings hier. Und bei denen muss ich dann gucken, wie ich es mache. Ich glaube, Tauren mache ich männlich und Dings mache ich dann weiblich wieder... Elf. Mal schauen, wie wir es dann machen. Wobei, die sind ja ehrlich gesagt nicht weit auseinander, oder? Wenn ich jetzt mal gucke. Die sind ein bisschen blauer als die anderen. Ah ja, gut. Okay, gut. So viel dazu. 2 von 4 haben wir. Ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, gerne beim nächsten Video. Als nächstes werde ich dann die beiden Hordenfraktionen, beziehungsweise die beiden heulen Hordenrassen machen. Und dann gucken wir mal, wie wir dadurch kommen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.